Rhythmus, Ausdruck und das perfekte Zusammenspiel. Gefühle wecken durch gelebte Emotion, durch Kunst. Es geht um kreative Neuschöpfungen. Musik, Schauspiel, Tanz und Performance, das sind die Bereiche, um die es beim alljährlichen Fidelio-Wettbewerb in der Sparte Kreation geht. Verantwortlich hierfür ist die Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Highlight des Abends sind die Präsentationen der 6 Preisträgerinnen und Preisträger, die mit Präzision und Leidenschaft ihr Können zum Besten geben. Das ist doch kein Kitschmann! Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist keine dichterische Erfindung. Sie lebt! Sie alle haben sich zu einem Zitat aus einem Song Bob Dylans Gedanken gemacht. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Den Wettbewerb gibt es schon seit 17 Jahren. Und der hat auch eine sehr umfangreiche Geschichte hinter sich mit sehr vielen Veränderungen und Wandlungen. Es gibt mittlerweile den Wettbewerb in 2 Sparten. Es gibt zum einen Fidelio Interpretation und Fidelio Kreation. Und heute Abend sehen wir die Kreation. Papa, ich hab dich lieb. Auch wenn ich mir gewünscht habe, du hättest mir gezeigt, wie das geht. Mit dem Rasieren und den Frauen, ohne sich zu verletzen oder andere. Bei der Kreation geht es tatsächlich darum, dass die Studierenden eigenständig künstlerische Projekte entwickeln. Sie haben erstmals auch in der Geschichte des Fidelio-Wettbewerbs ein Zitat zum Ausgangspunkt bekommen, in diesem Fall von Bob Dylan. Und dieses Zitat haben sie genommen, um in sehr freier Assoziation eigene Projekte zu entwickeln, eigene Gedanken dazu zu entwickeln, sei es jetzt durch Texte, sei es durch musikalische Beiträge, Tanz. Es sind auch einige Beiträge dabei, die interdisziplinär arbeiten. Wohin? Ich sehe nichts. Siehst du jetzt endlich? Ja, jetzt sehe ich endlich. Wo sind wir? Ich finde, das ist natürlich das Interessante an diesem Wettbewerb, dass sich die Studierenden aus 3 verschiedenen, also aus der Musik, aus der Bewegungssparte und der darstellerischen Sparte, Gedanken machen. Manchmal kommen sie zusammen, manchmal arbeiten sie auch unter den unterschiedlichen Abteilungen zusammen, manchmal auch nicht. Manchmal ist es eine Gruppe, manchmal ist es nur einer und man weiß nie ganz genau, was kommt und kann sich wirklich davon total überraschen lassen, von dieser großen Kreativität unserer Studierenden. Die 6 Gewinnerinnen und Gewinner wurden von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Als Juryvorsitz bin ich natürlich erstmal dafür zuständig zu schauen, dass auch alles reibungslos über die Bühne geht. Natürlich unterstützt von Wolfgang Lerner, unserem technischen Leiter. Und wirklich zu schauen, dass der Wettbewerb fair ist, dass die Jury sich auf bestimmte Kriterien einigt, die wir für den Wettbewerb anwenden wollen. Es gab am Anfang 23 Beiträge und dann nach der Vorrunde nur noch 13. Es kommt dann eine externe Jury und begleite auch dann die Hauptrundenjury darin, nochmal die Kriterien festzulegen und zu sagen, was möchten wir eigentlich heute beurteilen. Ganz neu dieses Jahr der Publikumspreis, bei dem die Zuschauer für die beste Performance voten können. Irgendwie fanden wir die Idee auch sehr schön, dass das Publikum selber zur Jury wird und das Publikum am Abend nochmal entscheiden kann, welcher Beitrag hat Ihnen eigentlich am besten gefallen, da auch nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen, dass es nicht eine reine Präsentation ist und eh schon irgendwie alles klar ist, sondern dass tatsächlich an dem Abend nochmal Spannung reinkommt und man diskutiert dann auch über die Beiträge. Und das ist eigentlich genau auch das, was wir erreichen wollen, generell mit der Kunst, dass man auch in den Dialog kommt. Ich
würde sagen, das Publikum ist unberechenbar. Ich habe auch gemerkt in den Diskussionen mit den Jurymitgliedern, dass tatsächlich jeder ein eigenes Highlight hat, einen eigenen Favoriten, etwas, was ihm besonders nahe ist. Sowohl die Jury als auch unser Publikum ist immer sehr fair und reagiert, denke ich, sehr unmittelbar und spontan auf das, was sie heute Abend erleben. Der Publikumspreis sorgt dieses Jahr also für zusätzliche Spannung. Der Fidelio-Wettbewerb, ein kulturelles Highlight, das den Studierenden und dem Publikum wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.